Hallo ihr da draußen und damit heiße ich euch mal wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Video von uns. Ich habe mir wieder Gedanken gemacht, worüber kann ich euch ein bisschen was erzählen, wo gibt es was Interessantes zu erfahren, und so ist meine Wahl diesmal auf eine kleine, na, aber feine Firma in Leutsch gefallen, die es leider so nicht mehr gibt. Also würde ich sagen, kommt einfach mal mit, wir schauen uns das Ganze gemeinsam an, gucken, was dort produziert wurde und was davon natürlich heute noch übrig ist. Also bis gleich. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und heute nehmen wir euch mit in die Firma von Karl Hermann Fleming, besser bekannt als H&F Fleming Pianoforte Mechanikenfabrik. Ein langer Name, aber doch recht einleuchtend. Was wurde hier gemacht? Nein, hier wurden keine Pianos und Klaviere produziert, sondern lediglich die Mechaniken dafür. Und das war ein hochkompliziertes Thema, auch wenn es hier in Leipzig viele, viele Firmen gab, die sowas hergestellt haben, war die Firma Fleming doch herausragend in ihrer Position. Fleming gründete die Firma 1874 mit nur wenigen Mitarbeitern und wuchs über die Jahrzehnte zu über 250 Mitarbeitern an. Auf der Firmenanlage, die 22.000 Quadratmeter umfasste, gab es viele, viele Maschinen. Also man hatte extra 300 Präzisionsmaschinen aus dem Ausland geordert, um hier entsprechend qualitativ sehr, sehr hochwertige Mechaniken produzieren zu können. Ebenfalls wurden dafür 250 Mitarbeiter zu Hochzeiten angestellt, beziehungsweise waren hier angestellt. Außerdem hatte man immer 30 Meister an Bord, die hier dafür gesorgt haben, dass wirklich qualitativ sehr, sehr hochwertige Präzisionsarbeit geleistet werden konnte. Denn dafür war die Firma bekannt und das war vor allem ein ganz großes Problem, also nicht die Bekanntheit, sondern die Präzision, denn die Werkstoffe, Holz und Filz sowie Eisen und Messing waren im Zusammenspiel sehr, sehr schwierig, und dafür hatte die Firma sogar ein eigenes Lager, ein Trockenlager für Holz, um hier wirklich das Bestmögliche der Qualität rausholen zu können. Die Qualität seiner Mechaniken war über die Landesgrenzen so sehr bekannt und so gefragt, dass man hier die goldene Medaille der Stadt erhielt, einfach in Anerkennung für sein unermüdliches Engagement in der Firma, wo er dann auch übrigens über 30 Jahre lang die Firma innehatte. Er leitete sie zusammen mit seinem Schwager und später natürlich auch weiteren Familienangehörigen. Außerdem wurde er vom König von Sachsen mit dem Ritterkreuz der ersten Klasse ausgezeichnet und auch mit dem Albrechtsorden, den man, glaube ich, heute so gar nicht mehr bekommen kann. Nach vielen Jahren war dann allerdings auch bei ihm Schluss und dann näherte sich schon ein sehr geopolitisches Thema, und zwar Erster und Zweiter Weltkrieg, was die Firma natürlich auch ziemlich hart traf, denn im Leutscher Stadtteil waren ja viele Firmen angesiedelt und auch dort regnete es dann später, gerade im Zweiten Weltkrieg, dann auch Bomben. Inwieweit die Firma da aber genau getroffen wurde und was beschädigt wurde, ist allerdings nicht weiter bekannt, denn dort sind die Quellen dann leider im Internet etwas versiegt. Was aber klar ist, dass die Firma in den 50er Jahren verstaatlicht wurde und später dann in den 60er Jahren zusammengeschlossen wurde mit etwa 18 verschiedenen Herstellern für Mechaniken, egal für Klaviere, für Flügel, für Pianos und natürlich auch diese Mechanikproduzenten, wozu ja Fleming zählte. Außerdem wurde nicht nur hier aus Leipzig zusammengefasst, sondern auch verschiedene Firmen, wie zum Beispiel auch aus Zeitz und aus Gera, wurden da zusammen mit in einen Topf geschmissen, und das Ganze lief dann unter dem VEB Deutsche Piano Union Leipzig. Nicht nur seine Firma war, wie gesagt, da drin, sondern auch zum Beispiel die Firma Stichel oder auch die Firma, die gleich um die Ecke war, die Firma Hupfeld, nach der übrigens heute auch dort die Straße benannt ist, die Ludwig-Hupfeld-Straße. Der eine oder andere wird die Straße bestimmt kennen. Und auch die Firma Fleming hat dazu beigetragen, dass dort heute eine Franz-Fleming-Straße existiert. Auch eine besondere Firma, die ist, und da muss man dazu sagen, es ist die einzige Firma, die heute da noch so existiert, und eine Firma, die wirklich weltweit bekannt ist, ist die Firma Blüthner, denn die lief in dieser Zeit auch unter
der Deutschen Piano-Union Leipzig zusammen. Also recht interessant, was da so draus geworden ist und was davon heute übrig geblieben ist. Und darum soll es jetzt gehen, das Gebäude ist nur noch die Front, die eigentlichen Fabrikhallen sind alle abgerissen. Der Zustand ist katastrophal, oben im Dachbereich kam es der Vermutung nach zu einem Feuer. Es gab mal die Möglichkeit bis ganz hoch zu gehen, allerdings fehlt mittlerweile das komplette Treppenhaus. Ihr könnt euch also den Weg sparen reinzugehen. Es ist einfach nur noch gefährlich und wirklich was sehen tut man hier nicht. Es ist trotzdem ein sehr, sehr schönes Gebäude. Es steht übrigens immer noch unter Denkmalschutz. Allerdings, ob sich da mal was tut, ist fraglich, denn gerade in diesem Bereich in Leutsch tut sich ja eigentlich in den letzten Jahren recht wenig. Übrigens steht die Firma seit Anfang der 90er Jahre leer und Ende der 90er Jahre erfolgte dann auch die Löschung der H&F Pianoforte Fabrik aus dem Handelsregister. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da, wenn ihr Bock habt auf weitere Videos. Wie man abonniert, das brauche ich euch, glaube ich, nicht zu erzählen. Ich wünsche euch heute noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis bald und ciao.